Hey Handballinspiratoren, das offensive 6-0 Abwehrspiel, wo ballferne Halbverteidiger häufig den Rückraum Mitte attackieren, haben in den letzten Jahren vermehrt zugenommen. Auf meiner Handball-Weltreise konnte ich den HC Empor Rostock beim Training besuchen und Trainer Till Wiechers über die Schultern schauen. Till hat seinen Trainingsschwerpunkt genau auf diese Abwehr gelegt und in diesem Video erhaltet ihr den letzten von drei Bausteinen für die Entwicklung des kollektiven Abwehrspiels mit ballfernen offensiven Halbverteidigern. Wir sind nun im 6 gegen 6 angekommen und doch bleibt Till bei dem bewährten Start von der Halbposition und der fixen Kreisläuferposition im Zentrum, wird diese aber im Verlauf der Übung noch verändern. Dadurch kommt es zu einer viel freieren Situation für den Angriff, da wir nun im 6 gegen 6 angreifen und trotzdem bleibt der Druck für den Angriff weiterhin hoch und wird durch die offensive Abwehr weiter verstärkt. Achtet in diesem Video gerne zum Abschluss nochmal auf die speziellen Korrekturen von Till und das besondere Load-Management in dieser Übung. Bleibt also am Ball und lasst euch inspirieren. Pfiff! 1 gegen 1, gegen Halb entscheidet! 6 Sekunden Zeit, nee, 8 Sekunden Zeit, jetzt habt ihr ja Außen mit dabei. Auch das mit dem Außen? Was? Auch der Außen geht danach. Der Außen geht hoch, wenn das okay ist, aber jetzt nicht muss immer hoch. Nicht einfach hochrennen, jetzt dürft ihr auch entscheiden. Joni, erste Entscheidung bei dir. Nee, 1 gegen 1 hat Tim. Nee, das ist Zweikampf führen, da ist keine Entscheidung. Die Entscheidung ist jetzt. Herdek! Gut, Ole! Nein! Druck! Ja! Da wäre noch mehr Druck gegangen schon bei dem Einpass. Wo du wieder so standst und nicht den Arm draußen hattest. Du standst genau richtig, nur die bisschen schräge Hand draußen, dann kann er den nicht mehr spielen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gut, Ole. Sechs. Laufen, gut. Druck, komm, Druck, Jonas! Das war jetzt ein bisschen spekulieren, weil noch. Also. Ja, aber es war trotzdem Glück mehr, so, weil Asse hatte noch keinen Druck gemacht. Dann darfst du nicht so weit verfolgen, dass er zu viel Zeit hat. Gut, sehr gut. Gut, Joni! Jetzt bist du zu früh zurückgelaufen. Weil du standst eigentlich genau richtig und dann läufst du schon zurück und dann hast du natürlich ein Problem, weil dann spielt der Ball mit Fahrt rein. Also wenn du halt dann im Passweg stehen bleibst und vertraust darauf, dass er den Ball nicht mit Timing spielen kann, dann ist er zwar hinter dir frei, aber er kann trotzdem den Ball nicht mit Fahrt bekommen. Dann kannst du es immer wieder zulaufen danach. Oh! Einmal noch! Gut, gut, Jonas! Nein, Denno! Ab und zu mal eine Pause, dann kannst du eine Pause machen. Kreisläufer, 5! Weil wir so abgestumpft sind, was unsere Bewegung angeht. Ja. Zweiter Pfosten oder erster Pfosten, blaue Linie. Du, hier ist der Start jetzt das gleiche.
Ich pfeife an, du kannst entscheiden, direkt ins 1 gegen 1 oder Pass spielen. Und also geht da aus diesem Stand geht's los. Kreisläufer 5, also nicht mehr 2-3. Das heißt, geht er ins 1 gegen 1, musst du mit da sein, du musst den Kreis haben, du kannst entscheiden. Wenn er keinen Druck macht, ist das gleiche Spiel wie gerade. Du bist da, geht der Ball zu den Halben, ist der Gegenhalbe wieder und trifft die Entscheidung Foul oder Passweg. Gut. Sehr gut. Gut Abwehr. Das war genau richtig. Per hat den Ball unter höchstem Druck noch dann zum Außen gekriegt, aber er hat die nicht gefangen. Das ist ja genau das Spiel, was wir machen. Wir machen so viel Druck, dass die langen Pässe da nicht ankommen. Oder das, irgendeiner muss ja frei sein. Ja, gut mitgespielt, Denno. Max, du spielst das überragend, wenn der Ball auf der Seite ist und du die Entscheidung da treffen musst. Aber du bist viel zu doll am Helfen, wenn es dann ums 1 gegen 1 geht. Du musst einfach, wenn der ins 1 gegen 1 ist, es reicht, wenn du nur an den Schritt da ein bisschen hinmachst und verdichtest. Und du musst ihm auch die Chance geben, dass es noch zulaufen kann. Das ist, also gerade du bist rausgestürmt, er hat einmal gezuckt und du bist sofort der volle Kanne raus, ist alles offen. Du musst nur ein bisschen den Raum dicht halten. Nee, Yoshi war fair und hat dich gerettet. Ja, das war nass. Fertig! Gut. Gut, Max. Nur ein bisschen. Sehr gut. Stopp, anderer Mittelmann. Asse raus. Kreis bleibt da. Gut, Dennis. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Komm hoch und weiterspielen. Schön, Robert. Du bist jetzt ja nicht der Gegenhalbe, ne? Also da ist der Spieler, den musst du decken. Also du brauchst jetzt auch nicht so weit nach vorne gehen. Und vor allen Dingen muss dein Kopf da sein, dass du ihn sehen kannst. Wenn dein Oberkörper kannst du so halten, aber dein Kopf muss in dieses Fenster. Wenn der Jonas wegläuft, hast du verloren. Gut, gut. Halt! Nein! Ja! Das, Leute! Das ist nur, weil Robin vorher dieses Spiel nicht vernünftig mitgespielt hat und einfach immer hier geblieben ist. Sonst hätte er jetzt das Timing gehabt und den Ball abgefangen. Jetzt darfst du entscheiden und jetzt ist es nicht da. Gut, gut, Jaris. Gut, gut. Komm, Max. Gut. Das ist so super, wenn der Ball da ist, aber trotzdem wieder den kurzen Druck machen, wenn der Ball zum Mittelmann kommt. Letzter Ball. Nein, nein, nicht! Nicht
Fragen rum. Wobei kann er nicht so was verteidigen. Schluck trinken und dann dehnen. Sehr gut. Till setzt in dieser Übung alle Bausteine zusammen. Aus der Regelbewegung des ersten Videos und der Innenblock-Halbkooperation aus dem zweiten Video wird nun eine spielnahe 6 gegen 6 Situation dargestellt. Natürlich immer mit der Fokussierung auf die Abwehr. Diese wird gestärkt durch verschiedene Druckparameter, welche auf dem Angriff lastet. Ebenfalls achtet Till auch auf die Sichtfeld, auf das Einnehmen des Sichtfeldes seiner Halbverteidiger, denn dies ermöglicht natürlich eine bessere Wahrnehmung des Spiels. Wenn ich den Hauptangreifer und den Rückraum-Mitte-Spieler wahrnehme, kann ich besser entscheiden, ob ich eine volle Attacke auf den Rückraum-Mitte setze oder lieber nur den Passweg attackiere. Immer fordert er viel Armeinsatz und achtet auch auf die vorbereitende Positionierung, gerade der Ballfernhalbverteidiger oder Ballfernaußenverteidiger. Zum Ende können wir klar feststellen, dass Till das Load-Management durch den gesamten Trainingsprozess mit durchgetragen hat. Er hat dabei immer volle Kontrolle über die Beanspruchung seiner Spieler gehabt und kleine Pausen vor jedem neuen Start gesetzt. Oder er hat zum Beispiel auch während einer Aktion einfach mal den Rückraum-Mitte-Spieler gewechselt, weil er gemerkt hat, dass dieser im roten Bereich ist. Welche Ideen hättet ihr noch für ein Load-Management, auch ohne Pulsuhr? Oder welche Fragen oder Anregungen sind aufgekommen bei diesem Video? Dann lasst uns darüber gerne in den Kommentaren sprechen. Dein Handball inspiriert.